Willkommen zurück zu einer neuen verheerenden Folge Infamous Second Son. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die verheerenden Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Leute, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, haut einfach eine Bewertung raus. Es geht ganz schnell. Wir machen die nächste Mission. Was zum? Hank, was gibt's? Hör zu, Kleiner, ich hab nachgedacht. Vergessen wir den Typ. Als du mich vorhin über die Häuser gejagt hast, mit den Helis und dem ganzen Zeug. Stimmt. Ja, es tut mir echt leid. Nein, ich wollte eigentlich sagen, du hast den Dreh mit den Rauchtricks voll raus, die du von mir hast. Ja. Geh aber heim, einen Loser. Trick musst du mir noch beibringen. Du bist aus ihrem Turm entwischt. Wie bist du an den elektrischen Barrikaden vorbeigekommen? Auf einem gegenüberliegenden Dach steht ein Transformator, den du lahmlegen musst. Aber das nützt dir auch nichts. Der ganze Turm ist gepanzert und die halbe DUP-Armee steht dort Wache. Aber vielleicht, wenn wir uns zusammentun. Hey, mein Spezialgebiet ist es, auszubrechen. Einbrechen ist nicht mein Ding. Hör zu, wir haben beide Gründe, an Augustin ranzukommen. Sie hat etwas, was wir beide wollen. Aber wir müssen es zu unseren Bedingungen tun, nicht zu ihren. Wir müssen sie aus ihrer Festung nach hier draußen locken, wo wir eine Chance haben. Schon ein Plan? Da waren doch diese beiden Kids in dem gepanzerten Bus mit mir. Fetch und Eugene. Kann sein. Jedenfalls, das DUP hat sie. Was? Gerade festgenommen. Das war das ganze Durcheinander vorhin. Ich schätze, sie wollte sie unbedingt erwischen, weil ich entkommen bin. Sie schickt sie zu dieser großen Betonplattform, die das DUP zwischen den beiden Inseln gebaut hat. Und was willst du tun? Sie retten? Ich hab mir gedacht, wenn wir auf diese Insel gehen, die beiden befreien und dabei für genug Chaos sorgen, locken wir Augustin garantiert heraus. Gegen vier von uns hat sie keine Chance. Da gibt es ein Pier gegenüber von der Plattform. Wir treffen uns da nach Sonnenuntergang. Wir sehen uns da. It's a trap. Eugene und Fetch. Hab's gehört. Hank und ich haben einen Plan. Wir stürmen die Insel, schalten alle DUP-Wachen aus und dann... Dalton, ich hab nachgedacht. In letzter Zeit sind sehr viele Unschuldige draufgegangen. Normale Menschen. Normal? Oh Mann, Reg. Fangen wir jetzt wieder damit an. Und ich weiß nicht, ob ich damit noch weitermachen kann. Nur um ein paar Bioterroristen zu befreien. Reggie. Ich bin ein Cop. Ich soll solche Dinge verhindern. Ruf mich einfach an, wenn's vorbei ist. Dann können wir zurück nach Salmon Bay. Und Dalton... Nimm dich vor Hank in Acht. Ich trau ihm nicht. Ja, ich würde Hank auch nicht trauen. Der ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Das ist so einer, ich glaube, der macht alles, um seinen eigenen Arsch zu retten. Reg, was machst du denn hier? Hör zu, das sind Menschen da drüben. Sie brauchen Hilfe. Keine Bioterroristen, keine Conduits. Menschen. Okay, danke. Danke, dass du hier bist, also. Was macht der Cop hier? Er ist mein Bruder, okay? Er ist wegen mir hier, also. Was denkst du? Ich habe mich umgeschaut. Das Dock drüben auf der anderen Seite ist das geringste Risiko. Ich dachte, ihr zwei könnt mit eurer Rauch... Gabe, danke. Ihre Aufmerksamkeit vielleicht nach vorne lenken. Ich beschlagnahme ein Boot und fahre unbemerkt rein. Und warum gehen Sie als Erster? Tja, weißt du, ich bin ein Cop. Das heißt, ich beschlagnahme ein Boot und es ist legal. Klaust du ein Boot? Dann buchte ich dich ein. Oh, das macht er. Ja, dann sehen wir uns drin. Okay? Ja, wir sehen uns drin. Pass auf dich auf, ja? Hör zu, wir gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin garantiert angerannt. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. Okay, ich spricht doch einen Kopf weiß nicht, Alter. Großer Fehler. Witzig. Er sagt das Gleiche über dich. Oh, oh, nee, stürz ab. Brauche ich hier wirklich die wir Rauchfähigkeit? Gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. Da spricht doch ein Kopf mit, Mann. Großer Fehler. Witzig. Er sagt das Gleiche über dich. Hier ist sie.
Wir gehen hier rein und müssten dann mitten in dem Ding wieder rauskommen. Bist du dir da sicher? Hey, als ich in dem Turm war, habe ich einiges gesehen. Eine Sache noch. Wir haben da eins von diesen Drohnendingern, die von denen du Kräfte bekommst. Woher weißt du das? Eine neue Kraft wäre doch nicht schlecht, bevor wir Augustin platt machen. Auf geht's. What the fuck? Ach ja, das ist erstmal zerstört. Ich wollte einfach so hier rein. Moment, gehst du jetzt nach unten oder? Na gut. Es wird schon funktionieren. Es wird schon irgendwie funktionieren, Hank. Wir reißen diese Stützpfeiler ein. Die spüren das Rumpeln und schicken die Wachen runter, um nachzusehen. Wir schalten sie aus, dann kommt Augustin angerannt. Wir müssen schnell sein. Ist ganz schön dicker Beton. Zusammen sollten... Was habe ich gesagt? Sorry, dass ich gezweifelt habe. Jawohl. Und schon geht's rund. Alles klar, so wird gespielt, ha? Moment mal, kann man das hier zerstören und Rauch bekommen? Das sieht nämlich ziemlich rauchig aus. Oh nein, geht nicht. Irgendwie idiotisch. So, ihr Dullis. Gegen Hank und mich keine Chance. Unfassbar, dass wir die Dinger wegfegen. Spart ihr noch was für die DUPs auf? Ich versuch's, Bruder, ich versuch's. Und wusch, Alter. Ey, Hank, gib mir eine Sekunde, ja? Ich will gucken, dass hier meine Sachen schön voll sind. Ich brauch Juice in den Adern. Und ich hab meine Fähigkeit, Bruder. Okay, hier können wir nur mit Rauch arbeiten. Na, der Rauchfinisher ist, glaube ich, hier... Ich glaube, der funktioniert hier nicht. Weil wir müssen ja dafür in die Luft fliegen. Deswegen denke ich mal, der wird hier nicht klappen. Kann man höchstwahrscheinlich von ausgehen. Oh, noch ein bisschen Rauch. Dankeschön. Na, wenigstens geht doch schon mal hier nicht der Saft so schnell leer. Wer? Curtain K? Oh nein, Big Boy ist da drüben auch noch. Wow, 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 wow. Ganz easy, mein Freund, ganz easy. Auch wenn wir hier gerade ganz gut versorgt werden und Hanky Tanky am Start ist. Ich muss hier schnell wegholen. Sind die Gegner trotzdem ziemlich mies. Ziemlich abgefuckt mies. So, kloppen wir ihn weg und holen uns hier noch ein bisschen Rauch. Da machen wir die Säule weg. Gemeinsam kann uns keiner aufhalten. Alleine schaffen wir es nicht, Augustin aufzuhalten. Und hier drüben. Hanky? Müssen wir es alle besiegen, damit wir die Dinger zerstören können? Au, was war denn das? Alter! Alter! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Kommen wir jetzt ran? Nein, anscheinend müssen wir immer wieder hier erstmal die Gegner aus dem Weg räumen, sonst traut sich der kleine Hanky Tanky nicht. Ey, das war ein Sniper. Normalerweise ist ein Sniper nicht so stark. Aber dafür halt machen sie ordentlich Damage. So, jetzt geht's. Oder auch nicht, weil schon wieder ein Gegner kommt. Irgendwie ist mein ganzes Radar und so jetzt weg. Bist du bereit für eine neue Kraft? Ja, bin ich. Wie hast du? Komm schon, sie wird jeden Moment hier sein. Gib mir eine neue. Komm hier rüber, mal sehen, was für Kräfte du kriegst. Das ist doch ein Trick, Alter.
Was? Traust du mir auf einmal nicht mehr? Keine Ahnung, Mann. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte Reggie anrufen. Hang! Henry, du hast mich nicht enttäuscht. Ich hab meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Du Mistkerl, ich hab dir vertraut! Trau keinem Häftling. Wie ich sehe, ist das deine Größe, aber nur um sicher zu gehen. Oh, Schätzchen. Wenn mein Bruder rauskriegt, was du getan hast, dann wird er... Dann wird er was? Wow! Du hättest mich treffen können! Ja, das ist die Rache für die Sache mit den Engeln. Na los, steh auf. Komm her, ich mach dir die Handschellen ab. Hier lang, ich geb dir Deckung. Nach Reggie. Kumpel, ich liebe dich. Reg, sie ist noch am Leben. Wow, ich bin tot. Alter. Hier lang, ich geb dir Deckung. Wo lang? Ich kann ja nicht springen. Reg, sie ist noch am Leben. Sie wird zurückkommen. Und ich kann keine Kräfte benutzen mit diesem Betonzeug an mir. Was ist denn passiert? Okay, jetzt geht's. Hank hat uns hergelockt, damit Augustine uns erwischt. Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Gott, ich kapier einfach nicht, wieso er uns das antut. Weil er ein Verbrecher ist. Und Verbrecher tun sowas eben. Du hast ja vielleicht Superkräfte. Aber es würde dir nicht schaden, ab und zu mal auf deinen Bruder zu hören. Verdammt, warum immer Automatikgeschütze? Tja, weil die irgendwie auf die Dinger stehen. Ey, 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 komm schon, komm schon. Beeilen. So kann ich mich Augustine nicht stellen. Reggie ist der Einzige, auf den wir wirklich setzen können. Tja, Bruderliebe. Okay, komm hier hoch. Ich versuch's ja. Oh no! Schieß, Bruder! Sorry, keine Granaten mehr. Machen wir es auf die altmodische Art. Was heißt das? Leg die Hände hin. Nicht bewegen. Also. Ich wusste, wir können ihm nicht trauen. Okay, du hattest recht. Hätte ich auf dich gehört, wären wir jetzt nicht hier. Mhm. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann retten wir doch auch diese beiden Menschen. Wie willst du uns hier rausbekommen? Oh, Mist. Achtung! Einer. Hör ab! Lass meinen Bruder in Ruhe, du Miststück! Großer Gott! Reggie! Shit! Reggie! So ein Scheiß. Dalton. Dalton. Sieh mich an. Du musst loslassen. Hörst du, das soll dich nicht auch erreichen. Ich bin so stolz auf dich. War ich immer. Nein! Reggie, lebe dich, Mann. Nein! Dieses verdammte Miststück. Fuck, Reggie! Ich habe ihn geliebt! Warum müssen eigentlich immer die, die ich liebe, sterben? Ich werde dich bluten lassen. Und zwar so richtig. Wie machen wir sie platt? Was mit diesen Türmen hier?
Bringt das irgendwas? Diese alte Scheißhexe! Ich sehe auch gar keine Lebensanzeige. Oh, 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 oh. Er hat dir nichts getan! Rauch, Rauch, Rauch. Wo krieg ich Rauch? Hier drüben gibt's nichts. Hier. Komm schon. Alter, komm schon, komm schon. Nice. Oh ja, 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 ja. Stirb! Ach, sie kalt! Für Reggie hat sie 100% den Tod verdient. 100%. Reggie war heilig, verdammt. Reggie war heilig! Miststück! Komm schon! Mach die Fähigkeit! Na los! Bomb sie weg, die Alte! Ich find's auch geil, dass da sein Gesicht auch anders ist. Normalerweise lächelt er ja immer so, aber jetzt ist er richtig angepisst. Oh no, no, no. Ja, hol doch deine fucking Zombies. Warum kann ich nicht kämpfen? Warum kann ich meinen Schuss nicht machen? What? Ich kann gerade nicht schießen. Ich konnte nicht schießen. Ich hätte hier voll Energie. So, verrecken sollt ihr. Verrecken, Dr. Beton! Ich kann schon wieder nicht schießen. Was ist das? Haben die irgendeine Fähigkeit, dass ich meine... Er hustet auch so komisch dann. Ganz merkwürdiges Ding. Schön, dass hier immer wieder Rauch ist. So! Du alte Hexe, wo bist du? Mann, 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 jetzt haut sie mir nochmal ihre dämlichen Schergen ins Gesicht. Boah, sind die robust. Rhino. Jo, einer. Oh, beide. Der andere ist irgendwann verreckt. Ich brauch Rauch, ich brauch Rauch. Oh, sie zerstört das jetzt. Komm schon. Ich kann keinen Rauch nehmen. Alter! Gib mir doch ein bisschen Rauch! Sie da, bleiben Sie sofort stehen! Mittlerweile müsstet ihr auch wissen, wer ich bin, oder nicht? Alter! Alter! Nein! Oh, sie war schon unten! Ey, das ist so heftig! Ein Furzsoldat hat so eine überragende Macht! Heftig, 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 heftig. Ich muss die kleinen Soldaten wegholen. Kaum zu glauben, aber die machen eben gerade the game. Hol dir Rauch, hol dir Rauch, hol dir Rauch.
Wow. Ist er kaputt? Der kleine Mann? Oh, da kommt der nächste. Boah, was ist denn für eine Reichweite? Die alte Klippermöse. Jetzt. Er hat dir nichts getan! Er hat dir nichts getan! Das ist alles für Reggie. Macht das alles nur für den alten Reg. Holy shit. Kommt sie wieder. Ich komme nicht dazu, mich zu regenerieren. Komm schon. Zieh ein bisschen Rauch. What? Video? Ich will eigentlich eher mit Rauch arbeiten. No, ich komme aber nicht dazu. Ach, ich muss mich anscheinend verstecken oder sowas. Alter, Alter! Alter, ich komme nicht mal auf die Beine! Komm, 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 komm. Sie sieht mich trotzdem! Komm schon! Stirb! Noch einmal. Smoke. Wow, wow, wow. Bumm. Ja, 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 sehr gut. Monster! Und jetzt feg sie weg, Alter. Für Reggie. Hier ist Kurt Wilde, live vom Schauplatz eines heftigen Kampfes zwischen dem DOP und einer kleinen Gruppe Bioterroristen. Man sieht, wie die Reste der gewaltigen Anlage, die das DOP erbaut hat, im eisigen Wasser des Puget Sound versinkt. Augenzeugen zufolge wurde die einzige Überlebende, DOP-Chefin Brooke Augustine, zuletzt gesehen, als sie zu dem riesigen Betonturm wollte, der ihr seit Ankunft des DOP vor fast 2 Wochen als Hauptquartier dient. Doch bisher haben wir noch keinen Kontakt zu Miss Augustine aufnehmen können. Inzwischen gibt es Berichte, dass in mehreren Teilen der Stadt die Bürger für das DOP demonstrieren und verlangen, dass der Bioterroristenaufstand in Seattle mit allen nötigen Mitteln niedergeschlagen wird. Das war Kurt Wyatt von USTV mit einem Live-Bericht aus Seattle. Sie lebt noch. Die Alte lebt noch. Oh, ich freue mich schon, wenn wir sie fertig machen. Und zwar so richtig. Du hast es gewusst. Du hast mich vor Hank gewarnt, aber ich habe nicht gehört. Aber ich schwöre dir, der Dreckskerl wird dafür büßen. Wir werden so richtig aufräumen. Aber was ist mit Fetch und Eugene? Was ist mit Fetch und Eugene? Kann das Ding ja auch explodieren, damit ich neue Power bekomme? Rauch entziehen, Rauch entziehen, Rauch entziehen! Dankeschön. Die Folge ist vorbei, Leute. Die Folge ist vorbei. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break. Und sehen uns wieder
der nächsten super fetten Folge. Infamous Second Son. Lasst eine Bewertung da, vielleicht kommt die Folge dann noch heute. Das liegt natürlich wie immer an euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.